Ja, Pascal von wildnistraining.de und heute geht es um einen ganz schnellen Tipp für euch. Bleibt dran. Ja, und zwar sind wir heute beim Angeln. Und beim Angeln ist es so, dass man ja auch schon mal Sachen zu Hause vergisst. Und wir schauen uns mal an, was wir wie improvisieren können. Ja, einmal den Rucksack ausgepackt. Trinkbecher. Spirituskocher. Spiritus. Aber nichts, um den Topf auf den Spirituf zu stellen. Also improvisieren. Und es ist sehr windig, deshalb habe ich mich für die Variante entschieden, das Ganze unterirdisch zu machen. Kommt wenig Wind an die Flamme und wir könnten relativ schnell und effizient kochen. Ja, ihr müsst darauf achten, dass das Holz, was ihr oben als Gitter nehmt, frisch ist und nicht direkt verbrennt. Sonst fällt euch der Topf ins Feuer. Und das Ganze haben wir jetzt ganz eben gemacht, wie gesagt, dass der Wind drüber pfeifen kann und die Flamme ganz, ganz wenig beeinflusst. Ja, so schnell kann es gehen. Einige Minuten und schon haben wir kochendes Wasser. Mit dieser einfachen und simplen Methode immer gut improvisiert und ja, praktisch unterwegs. So, unser Wasser siedet quasi und das reicht jetzt erstmal für das, was wir damit vorhaben. Es gibt nämlich Kartoffelpüree aus der Tüte. Ziehen lassen und genießen. Also, guten Appetit euch draußen und viel Spaß beim Kochen mit Koch. Und denkt immer dran, habt Spaß. Und Respekt. Oh. So eine lange Haare kann ich von mir sein. Yesterday, goodbye.